Ich fahre zur Riffkante, tauche da bis auf 5 Meter ab und sehe mich dort um. In allen tropischen Korallenriffen leben Papageifische. Sie sind immer aktiv und knabbern an den Korallenstöcken. Das Erstaunliche ist, man kann hören, wie sie den Kalk zertrümmern. Das macht das Riff richtig lebendig. Nach der Verdauung scheiden sie den Rest als Sand aus. Ein Fisch frisst pro Jahr so viel, dass er fast eine Tonne Sand rauspupst. Ehrlich? Und Fische gibt's hier reichlich. Die sandige Hinterlassenschaft der Fische findet sich dann an den Stränden wieder. Fast 70% von all dem Sand da ist irgendwann durch Papageifische gegangen. Ohne Papageifische gäbe es diese Inseln so nicht. Doch damit nicht genug. Die Fische bereiten den Grund. Dann siedelt sich Leben an. Und voilà, fertig ist die Trauminsel.